65 Kilometer Streckenlänge, 9 Linien, 86 Stationen, davon 27 unterirdisch. Das ist die U-Bahn der 750.000 Einwohner starken Stadt Frankfurt am Main in Zahlen. Die erste Strecke wurde im Jahr 1986 zwischen der Hauptwache und dem Nordwestzentrum eröffnet. Über die Jahre entstand dann das heutige Netz mit seinen drei Innenstadtstrecken A-, B- und C-Stammstrecke genannt, welches komplett in Händen der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, kurz VGF, ist. Trotz der offiziellen Bezeichnung als U-Bahn ist das Netz als Stadtbahnsystem ausgelegt. Das bedeutet, dass das U-Bahn-Kriterium eines völlig straßenverkehrsunabhängigen Fahrens ober- und unterirdisch ohne höhengleiche Kreuzungen wie Bahnübergänge oder ähnliches außerhalb der Tunnel nicht erfüllt ist. Im Gegensatz zu den sogenannten Unterpflaster-Straßenbahnen wird allerdings außerhalb der Tunnel immerhin vom Straßenverkehr getrennt auf eigener Trasse gefahren und es kommen Hochflurfahrzeuge zum Einsatz. Ausnahmen sind der Abschnitt Nordwestzentrum-Ginnheim, der als Hochbahn ohne höhengleiche Kreuzungen ausgelegt ist, sowie der Abschnitt Konstablerwache-Marbachweg, bei dem wie auf Straßenbahnnetzen auf der Straße gefahren wird. Historische Bestrebungen, das gesamte Netz zu einem reinen U-Bahn- oder einem U-Straßenbahnnetz umzurüsten, konnten sich nie durchsetzen. Das Netz ist komplett normalspurig und mit 600 Volt Gleichstrom elektrifiziert. Es ist an etlichen Punkten mit dem Netz der Frankfurter Straßenbahn verbunden, mit dem es sich auch die Werkstatt teilt. Eine ursprünglich einmal existente Verbindung mit dem Eisenbahnnetz in Oberursel ist inzwischen stillgelegt. Heute sind hier wie angesprochen 9 Linien unterwegs. 4 davon verkehren auf der Stammstrecke A, auf der insgesamt in der Regel alle 2,5 bis 5 Minuten gefahren wird. Es handelt sich um die U1 Südbahnhof Ginnheim, U2 Südbahnhof Bad Homburg-Gonsenheim, U3 Südbahnhof Oberursel-Hohemark und U8 Südbahnhof Riedberg. U2 und U3 fahren dabei über Land und verlassen das Frankfurter Stadtgebiet. Ebenfalls Teil des A-Netzes ist auch noch die U9, die zwischen Ginnheim und Niedereschbach unterwegs ist. Auf der Stammstrecke B verkehren mit der U4 und 5 nur 2 Linien, die dennoch in der Regel einen gemeinsamen 2,5 bis 5 Minuten Takt bilden und so jeweils in einem sehr dichten Takt verkehren. Die U4 ist unterwegs zwischen der Bockenheimer Warte und Bornheim-Seckbacher Landstraße bzw. zum Teil weiter nach Enkheim, während die U5 zwischen dem Hauptbahnhof und Preugesheim verkehrt. In ein paar Jahren wird die U5 nach erfolgreicher Verlängerung der Strecke ins Europaviertel bereits an der Station Wohnpark starten. Auf der Stammstrecke C verkehren ebenfalls nur 2 Linien, die allerdings in einem geringeren Takt verkehren und sich maximal zu einem 3-3/4-Minuten-Takt ergänzen. Es handelt sich um die U6 Hausen-Ostbahnhof und die U7 Braunheim-Heerstraße-Enkheim. Zum Einsatz kommen aktuell 2 verschiedene Fahrzeugtypen, die U-Bahn-Typen U4 und U5. Allgemein sind mit Ausnahme der Strecken nach Oberursel und Preugesheim alle Bahnsteige 100 Meter lang und damit für eine Vierfachtraktion der in der Regel 25 Meter langen U-Bahn-Fahrzeuge ausgelegt. Der Fahrzeugtyp U4 wurde ab 1994 gebaut. Die insgesamt 39 Exemplare kommen auf den U-Bahn-Linien 1, 2 und 9, vereinzelt auch auf der U3 oder 8 zum Einsatz, wobei sie sich stets mit den U5-Triebwagen die Leistungen teilen, also keine Linie komplett betreiben. Außerhalb des A-Netzes werden diese Fahrzeuge planmäßig nicht eingesetzt. Hinzu kommen die U5-Triebwagen, die seit 2008 gebaut wurden und von denen es sowohl 96 klassisch 25 Meter lange, allerdings auch 65 50 Meter lange sogenannte U550er gibt. Diese Fahrzeuge übernehmen abgesehen von den U4-Einsätzen den Verkehr auf allen U-Bahn-Linien. In den kommenden Jahren sollen weitere Mittelwagen ausgeliefert werden, sodass dann auch 100 Meter lange U500er-Triebwagen gebildet werden können. Die Fahrzeuge und das Netz werden von den beiden Betriebsbahnhöfen in Hedernheim und Bornheim gemanagt. Gewartet werden die Fahrzeuge in der Werkstatt in Rödelheim. Ergänzend zum U-Bahn-Netz besteht wie angesprochen auch ein Straßenbahnnetz, welches an etliche weitere Stadtteile anbindet. Mehr
Über die U-Bahn Frankfurt könnt ihr in 4 ausführlichen Dokumentationen erfahren, die alle in der Videobeschreibung verlinkt sind. Da sie aus dem Jahr 2016 stammen, ist dort sogar noch der Planbetrieb der Fahrzeuge U3 und PTB mit abgebildet und verewigt. In diesem Sinne viel Spaß beim Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.